Ha, wer ist denn da? Was geht ab? Alles gut? Ja, alles gut. Alles gut bei dir. Noch ist alles gut. Was geht ab, Leute? Wir haben hier den McLaren 570S von Franz Simon. Viele kennen Simon Motorsport wahrscheinlich. Das ist das Fahrzeug von ihm. Das wird gerade fertig gemacht für die Messe Essen. Jetzt ist gerade noch vor der Messe Essen. Das wird natürlich erst nach der Messe Essen veröffentlicht. Demnach seht ihr das dann auch erst. Wir machen hier ein cooles Design drauf. Franz möchte natürlich auch so ein bisschen mehr auf der Autobahn fahren mit dem Fahrzeug. Demnach, oder Track Days oder sonst irgendwas. Demnach wollte er natürlich auch Lackschutzfolie haben. Die machen wir jetzt komplett wieder im Frontbereich drauf. Er bekommt das komplette Frontpaket. Sprich wieder Stoßstange, Kotflügel, Motorhaube und Spiegelkappen. Zusätzlich zu dem Design haben wir uns gedacht, wir machen noch die ganzen dunklen Akzente mit so einem Pinstripe in Originalwagenfarbe zusätzlich, als dass man das Ganze mehr erkennt und das Ganze nochmal ein bisschen umrandet wird und nicht so dunkel wirkt. Betont. Ja, genau. Dass man das Ganze halt betont im Endeffekt und die Enden von den Stoßstangen und vom Schweller und so weiter, das alles erkennt. Ja, Vorteil von den Flügeltüren ist natürlich hier, dass man hier immer schön alles dran pappen kann und immer schön im Blick hat. Nein, Spaß. Das wird auf jeden Fall das Design. Genauso kommt es drauf mit den Sponsoren hier. Das Simon Motorsport Logo vorne hin. Das Design haben wir jetzt selber gemacht, sprich wir haben es wirklich individuell für dieses Fahrzeug einmalig so gemacht, eine Einzelanfertigung. Was heißt, wenn ihr jetzt ein anderes Auto habt, irgendwie auch was Exotisches oder auch was Normales, wo ihr irgendwie ein individuelles Design drauf haben wollt oder individuell irgendwas dran individualisieren wollt. Individualisieren. Ihr wisst, was ich meine. Dann könnt ihr uns gerne ansprechen, wir machen euch gerne einen Entwurf oder sonst irgendwas und setzen das dann am Fahrzeug um. Was funktioniert? Was hast du wieder gemacht? Nix. Diesen wunderschönen Fenster hier, das ist vorne, das ist hinten. So, das Auto von Franz Simon ist fertig. Der McLaren hat sein Design bekommen, die Lackschutzfolie bekommen. Alles ist komplett fertig. Wir haben Sponsorenaufkleber noch angebracht, weil Franz noch ein bisschen mehr mit dem Auto vorhat als nur eine Folierung. Da kommt noch ein KW-Fahrwerk rein, beziehungsweise Gewindefedern, glaube ich, und eine Arbitrix-Abgasanlage und noch von Prior so ein Heckspoiler. Wenn ich das alles so richtig verstanden habe, mehr dazu werdet ihr natürlich in seinem Video bestimmt noch sehen, was wir hier rein verlinken werden. Das ist nicht nur ein einziges Auto von uns, was auf der Essen Motorshow steht, sondern es werden mehrere Autos auf der Essen Motorshow stehen. Unter anderem mein Porsche, den wir hier unten sehen.
Der wird eine komplett andere Farbe bekommen. Wir werden die Türen rausnehmen, die Stoßstangen demontieren, weil wir auch komplett die Türeinstiege mit folieren werden, als dass wir gar kein Weiß mehr sehen. Also der Wagen wird eine komplett andere Farbe bekommen und man wird von der Grundfarbe nichts mehr sehen. Von dem McLaren, den habt ihr jetzt noch gerade gar nicht richtig gesehen, werdet ihr jetzt einen kleinen Eindruck bekommen. Und damit würde ich mal sagen, verabschiede ich mich auch schon. Viel Spaß dabei. Ha, wer ist denn da? Alles klar? Was geht ab? Alles gut? Ja, alles gut. Alles gut bei dir. Noch ist alles gut. Bist du schon gespannt? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Bin mal gespannt, was du sagst. Ich bin echt gespannt. Also es ist immer so eine Gratwanderung bei den Autos. Ne? Kann besser sein, kann schlechter sein, aber ich denke, es wird besser. Ich freue mich. Und da Norman Chakremas im Hintergrund. Wink mal in die Kamera. Den haben wir auch mitgebracht. Und ja, sollen wir mal? Ich würde sagen,